Dann würde ich mal sagen, fangen wir an zu slammen. Unsere Startnummer 1 ist Mathilde Himmelreich. Das ist diese junge Dame hier, Physikerin aus Frankfurt, hat ein Faible für Krimis und Detektivgeschichten. Physik ist ja auch beobachten, kombinieren, schlussfolgern. Ihr Arbeitsgebiet ist eigentlich Teilchen- und Hochenergiephysik. Für die Fachleute, das ist im Wesentlichen das Gleiche. Und sie ist fast fertig mit ihrer Promotion in Darmstadt bei der GSI. Und auch der Titel ihres Slams ist etwas detektivisch rätselhaft. Sherlock Holmes oder wie man ein Einhorn fängt. Applaus für Mathilde Himmelreich. Ja. Test, test. Hört man mich? Test. Okay. Ja, vielen lieben Dank für diese sehr nette Einleitung und ich möchte Sie jetzt in die Welt der Einhörner und Teilchen entführen mit dem Titel Sherlock Holmes oder wie man ein Einhorn fängt. Beginnen möchte ich mit der sehr allgemeinen Einführung, die ich meiner nicht naturwissenschaftlich geprägten Familie und auch meinen Freunden habe angedeihen lassen in den letzten 3 Jahren. Und zwar, ich nehme Gemüse erst einmal. Ich nehme eine Erbse, diese und diese und beschleunige sie sehr, sehr stark auf fast Lichtgeschwindigkeit, also wirklich schnell. Und bringe sie zur Kollision. Puff! Nur, das Entscheidende dabei ist, laut Einstein, E gleich mc Quadrat, also Energie ist äquivalent zu Masse, kann ich mit 2 sehr leichten Teilchen bei hoher Geschwindigkeit sehr viel Masse erzeugen. Also sprich, schwerere Gemüse wie Kartoffeln, Tomaten und Artischocken. Die Tomate ist das, was mich interessiert. Die Artischocke und Kartoffel, das ist mir egal. Aber die Tomate, leider zerplatzt die direkt wieder. Also ich erzeuge sie und schwupps ist sie wieder weg. Aber nicht nur die Tomate, sondern auch die Kartoffel und die Artischocke. Ist ein bisschen dämlich, weil, jetzt mal so zum Vergleich, ich stelle sie her und die zerfallen so schnell, würde ich 1 durch das Alter des Universums nehmen, wäre der Zeitabschnitt länger als deren Lebensdauer, so kurz. Und da kommt Sherlock Holmes ins Spiel. Das heißt, wir als Teilchenphysiker kommen an einen Tatort, wo alles schon längst passiert ist, vor Stunden. Das heißt, wir haben nur so einen Gemüsematsch an der Wand kleben, so hier ein bisschen Kartoffel und da ein bisschen Tomate und dann liegt es an uns herauszufinden, was da passiert ist. Also welche Gemüsesorten waren da, in welcher Reihenfolge und was ist da passiert, wieso ist da so viel Gemüsematsch? Das ist unsere Aufgabe. Aber egal, verlassen wir den schaurigen Ort des Tatorts und zermatschten Gemüse, das nicht lange lebt und kommen wir in die Welt der Einhörner. Und jetzt auch ein bisschen ausführlicher mit Physik und weniger Gemüse. Aber zuerst einmal, warum spreche ich überhaupt von Einhörnern? Dazu muss ich ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, und zwar erstmal zu den Atomen, um die Materie zu erklären. Ein Atom besteht aus Hülle und Kern. Hülle, Elektron, Kern, Proton und Neutron. Protonen wiederum bestehen aus Quarks. 2 up, 1 down, machen ein Proton. Das Proton ist aber noch kein Einhorn. Das Proton ist ein alter Bekannter, ein Pony, da findet immer noch aktuelle Forschung dran statt, aber kennen wir, ist relativ bekannt. Und das Proton hat ein Geschwister, ein Neutron. Das Neutron besteht auch aus 3 Quarks, nur 1 ist verschieden. Also up, down, down und das andere ist up, up, down. Quarks, jetzt fange ich schon an mit Quarks, viel zu abgehoben. Also was sind Quarks? Quarks sind Elementarteilchen. Nicht weiter zerlegbar, die kleinste Einheit. Und wir kennen 3 Generationen. Links die ganz leichten, also für Sie jetzt dort die ganz leichten und da die ganz schweren. Alles, was uns umgibt, das, woraus wir sind, das Universum, die Natur, besteht aus der leichten Generation up and down. Die schwereren erzeugen wir in unseren Hochenergie-Physik-Experimenten. Ich liebe die deutsche Sprache, Bandwurmwörter. Das Mikro verabschiedet sich wieder. Lalala. Also jedenfalls, wir kennen jetzt Quarks. Und das Truth Quark beispielsweise hat die Masse so schwer, ist das wie ein Goldkern. Also ein Quark alleine, das Truth, wiegt so viel wie ein Goldkern. Und mit ein bisschen Arithmetik, also
Die Quarks sind geladen in Dritteln der Elementarladung von Elektronen. Mit ein bisschen Arithmetik wissen wir jetzt auch, warum Neutronen neutral sind und Protonen einfach geladen. Das ist das eine. Und naja, für die Älteren unter Ihnen, spätestens seit den späten 90ern, nach Erscheinen von Dan Browns Roman Die Illuminati, wissen wir, es gibt auch Antimaterie. Gefährlich, das CERN produziert schwarze Löcher. Ah! Jedenfalls, Antimaterie hat dieselben Eigenschaften fast wie Materie, nur mit gespiegelter Ladung. Das heißt, positiv ist negativ, negativ ist positiv. Und das heißt, wir können jetzt neben Protonen und Neutronen mit Antimaterie Mesonen bauen. Mesonen, Pi plus, Pi minus, also Pi null, die neutralen Teilchen, oder also das Pi minus. Das sind auch alte Bekannte, die kennen wir. Das ist jetzt auch noch kein Einhorn, aber die brauche ich, um gleich Folgendes zu erklären erstmal. Und zwar, wie ist denn das eigentlich? Aus der makroskopischen Welt kennen wir das von Magneten, gleich und gleich stößt sich ab. Jetzt haben wir hier zwei negativ geladene Quarks und positiv geladene Protonen im Kern sehr nah beieinander sitzen. Wieso hält das überhaupt zusammen? Das müsste sich doch abstoßen. Hä? Und da gibt es eine Kraft, die ist noch viel stärker bei dieser Größenordnung, und zwar durch die Gluonen transportiert, die kleben die zusammen. Also Glue kommt aus dem Englischen, to glue, kleben, Klebeteilchen. Und diese Gluonen sind auch Teil der Einhörner. Genau, was sind Einhörner? Komme ich dazu. Einhörner sind Teilchen, die wir erst so seit 20 Jahren durch den Wald huschen sehen. In der Hochenergiephysik, da gibt es dann so Signale und da sehen wir so ein bisschen was, aber so ganz genau sehen wir es auch nicht. Aber vor 50 Jahren im Standardmodell wurden die schon vorhergesagt. Und zwar, dass die aussehen, Quark-Antiquark-Pärchen wie ein Meson, nur da sitzt dann noch so ein Gluon dabei. Oder Objekte komplett aus Gluon. Also kein Meson, kein Baryon, was ganz anderes. Oder Tetraquarks, die mesonische Moleküle oder echte gebundene Tetra- oder Pentaquarks. Manche Experimente haben die schon gesehen, aber so ganz, ganz, ganz sicher ist man das sich nicht. Und deswegen nenne ich die Einhörner. Das sind unsere Einhörner. Und jetzt geht es darum, wie fängt man denn eins? Die Methode des Einhornfangs ist ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass die ja so kurz leben, also ich wollte jetzt keine zermatschen Einhörner zeigen, deswegen lasse ich es beim Gemüse, deren Lebensdauer. Ich kann das jetzt nicht fangen und auf eine Waage setzen und sagen, ich messe die Masse, weil dazu lebt es zu kurz. Das heißt, die einzige Möglichkeit, was über diese Einhörner zu lernen ist, über ihre Zerfälle. Das heißt, wir gucken denen zu, was die machen. Mein persönliches Einhorn heißt Psi4230. 4230, weil das dessen Masse beschreibt, 4230 Megaelektronenvolt, und damit die Physiker nicht die ganze Zeit mit 10 hoch minus 27 Kilogramm durch die Gegend hampeln müssen, Elektronenvolt. Und Psi, naja, Physiker und griechische Buchstaben, muss ich dazu mehr sagen. Also sie lieben Psi und Omega und etc. Deswegen. Und dieses Psi 4230 zerfällt nun in zwei Töchtermesonen. Oder in drei. Oder vier. Was es tut, können wir nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir machen können, ist beobachten. Und gucken, was wir daraus lernen können, wie es zerfällt. Und dadurch, dass alles gleichzeitig passiert und dadurch, dass ja nicht nur ein Elektron und ein Positron da kommen, sondern in einem Collider ganze Wolken aufeinandertreffen, passiert sehr viel gleichzeitig. Und das ist die Herausforderung für einen Experimentalphysiker, aus diesem Scherbenhaufen Scherben zu sortieren und daraus Physik zu schließen. Das heißt, das Erste ist die Qualität der Daten. Ich will jetzt mich nicht in technischen Details verirren, aber welche und wie viele Töchter sind denn überhaupt entstanden? Und die eindeutig diesem Einhorn zuzuordnen. Das Zweite ist, naja, wie das so ist mit scheuen Waldbewohnern, die sind sehr selten und lassen sich nicht wirklich gut beobachten, deswegen muss man sich sehr lange auf die Lauer legen und warten. In meinem Fall 4 Jahre. Ja, und die Kollaboration, deren Teil ich bin, war Schrägstrich, hat das schon mal gemacht und damals eine sehr, also aufsehenerregende Messung, ja okay, der Plot sieht jetzt nicht aufsehenerregend aus, ein 2D-Plot, nicht so 3D-animierter Kram. Es sieht relativ langweilig aus, aber in der Community war das hier sehr aufsehenerregend und zwar sehr scharf war hier ein Einhorn zu sehen und daneben ein anderes. Upsala, genau, Entschuldigung, ich bin ein bisschen lädiert. Und diese Kollaboration zeigte, dass es sich hier um zwei sehr nah beieinander liegende Einhörner handelt und nicht um ein großes, breites. Und das linke, das bunte, ist mein Einhorn. Und dieselbe Kollaboration kam dann später auf die Idee, na, wir gucken mal, ob es da so zwei Baryonen als mögliches Zerfallsprodukt gibt
guckte nach und fand nichts. In dem Bereich, wo mein Einhorn eigentlich leben würde. Und dann kam ich auf die Idee, naja, die machen das ja sehr restriktiv. Die suchen ja nach beiden dieser zwei Teilchen, also nach beiden Mesonen. Wie ist denn das, wenn ich nur nach einem davon suche und das andere offen lasse? Das nennt man dann eine inklusive Analyse, weil ich alles andere mitnehme, weil ich dann sage, so, ja, okay, Hauptsache die eine Scherbe ist da und der Rest, naja, das wird schon irgendwie egal. Ich habe es gesehen. Ich habe nicht nur das Einhorn gesehen, ich habe sogar auch seine Geschwister gesehen und einen alten Bekannten, das ist das gelbe Pony da, den kennen wir seit den 70er Jahren. Und das heißt, ich konnte quasi mit meiner inklusiven Analyse was zu beitragen, etwas über das Einhorn zu lernen. Aber das heißt, ich habe es nicht gefangen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ist das 4230 eigentlich? Und da streiten sich Theoretiker und Experimentalphysiker, weil wir irren uns gegenseitig empor. Ist es ein Tetraquark, ein Hybridzustand, ein mesonisches Molekül, ein Hadrutschharmonium oder mein Gott, sogar eine Überlagerung von zwei Zuständen, also so eine Wellenfunktionsmischmasch-Dingens, was auch immer, also ist nicht so ganz klar, aber feststeht, wir haben es halt nicht gefangen. Wir haben es nur beobachtet. Ich habe es auch beobachtet. Aber je öfter wir es beobachten, irgendwann werden wir ein vollständiges Bild von dem Tierchen bekommen, dann hoffen wir auch wirklich, was es ist. Und naja, auf dem Weg dorthin werden wir wahrscheinlich noch einen ganz anderen Zoo an Einhörnern und Ponys und was auch immer entdecken. Und ich bleibe sehr gespannt, was die Forschung in den nächsten Jahren da noch herauskitzelt. Und ich habe jetzt auch meine Arbeit so gut wie abgeschlossen und konnte einen kleinen Beitrag leisten. Und damit wäre ich auch am Ende. So viel süße Einhörner in einer Präsentation. Wow, so wird Teilchenphysik verständlich. Ja, dann bitte ich die Wertungsgrüppchen, sich auf eine Punktzahl zu einigen für den Beitrag von Mathilde. Einigen Sie sich bitte auf eine Punktzahl. Der Rest von Ihnen kann natürlich rufen. Einigen Sie sich bitte. Einigen Sie sich. So, haben Sie sich geeinigt? Dann würde ich sagen, Pappen hoch! Pappen hoch. 6 Pappen will ich sehen. 4, 16, 20, 24, 29 und 33. 33 Punkte für Mathilde. Und jetzt gibt's natürlich den Wertungsapplaus. Habe ich mich verzählt? Nochmal die Pappen bitte. 4, 9, 13, 17, 21, 25. Oh, oh. Sie müssen mir es verzeihen, ich bin Mathelehrer. Ich kann nicht zusammenrechnen. Geht nicht, ja? Sorry. Weiß gar nicht, wie das passiert ist. Egal. Gut. Aber über den Wertungsapplaus können Sie natürlich jetzt noch alles rausholen. Ich bitte Sie jetzt um den Wertungsapplaus für Mathilde. Applaus. Okay. So. 98,6 ist normal. Die Werte liegen sehr dicht immer beisammen. Und 97,8 Dezibel. Ja, das war der erste Slam. Und nach der langen Corona-Pause. Und schon habe ich mich verrechnet. Naja, gut.